Hey ho, Freunde! Willkommen zu DayZ Experimental 0.56 oder 0.57? Ich weiß gar nicht, ich glaube alles beides. So. Ich habe jetzt extra versucht, einen Berenzino-Spawn zu bekommen und den habe ich jetzt wirklich gekriegt. Sonst spawnst du immer ja einen Berenzino, aber wenn du mal jetzt spawnen willst, dann dann spawnst du mal ein Elektro in Tscherno. Und es gibt leider nur Nachtserver hier. Deshalb ist das jetzt alles mal ein bisschen dunkler. Aber da die Experimental-Version immer die so die Friendly-Seite von DayZ ist, gehen wir halt einfach mal mit Taschenlampe und so. Ich hoffe mal, dass die alle hier friendly sind. Ja, unser Auftrag ist heute auf jeden Fall, ein bisschen Essen und so zu finden und einen Mann schwarz gekleidet zu suchen. Denn den habe ich schon in Tscherno getroffen und da wollte sich auch das neue Berenzino angucken. Und den versuche ich da einfach wieder zu finden. Der klang sehr sympathisch. Der könnte vielleicht mein neuer Partner jetzt werden hier in der Zeit. Und jetzt renne ich einfach mal hier in das neue Berenzino rein. Also die ganzen Hangars sind auf jeden Fall weg und alles viel mehr zugemüllt mit irgendwelchen Gerümpel. Also es passt viel mehr ins Setting hier. Alles sieht mehr zerstört aus. Gott, oh Gott, was ist da vorne? Alles klar. Ich hoffe, ich finde unseren Freund. Jetzt kriege ich eine Nachricht, ich sollte mein Handy mal auf leise stellen. Oh Gott, was liegt hier denn alles? Oh ja, das ist noch besser. Ich bin friendly, ich bin Sanitäter. Ah, das ist noch so eine Jacke. Oh, Scheiße, was liegt hier denn alles? Hallo? Ist hier jemand? Komm in friedlicher Absicht. Oh Gott. Aber die Frame Drops kommen nicht in friedlicher Absicht. Ich hätte mir das gerne am Tag angesehen. Da siehst du auf jeden Fall viel mehr als in der Nacht, Mann. Ah, ich verstehe schon, wo der Stil aber hinführt. Wir wollen mehr so verwinkelte Städte machen, so wie sich das hier so, wie das hier ausschaut. Die Psychiatrie haben sie weggemacht. Das ist ein Pianohaus jetzt. Bin mal gespannt, wie sie Elektro ummodeln werden. Weiß ja gar nicht, wie lange die Zombie-Apokalypse hier schon ausgebrochen ist eigentlich in DayZ. Ich würde mir eigentlich so wünschen, wenn schon so Moos oder solche komischen Algen von den Wänden hier runterhängen würden. Aber so richtig alles verwachsen. Aber das würde das Spiel vielleicht noch formslastiger machen, als es schon ist. Hallo, schwarzer Mann, wo bist du? Ich suche dich. Ich blicke ja selber gar nicht mehr so richtig durch in der Nacht, wo ich jetzt überhaupt bin. Ich glaube, hier standen die Hochhäuser vorher. Aber so essensmäßig finde ich jetzt wirklich nicht viel. Oh, jetzt splittet jemand. Hallo? Oh, man kann durch Wände gucken, alles klar. Oh! Hallo? Ja.
I found nothing, man. Sorry. Really, really? Really, really? Irgendein so ein Russe ist das. Jetzt folgt er mir auch noch. Oh nee, bitte nicht. Mach's mir doch nicht noch schwerer, als es überhaupt schon ist hier mit deinem komischen Akzent. Stehe dich erst recht nicht. Also sind die immer so unfriendly, die Russen. Ich finde, Russe klingt immer so rassistisch, aber es ist nun mal so. Ich meine, die wir sind ja auch Deutsche. Oder Türke, es klingt genauso. Ey, eine Feuerwache, Junge. Wow, nice. Ja, fast so groß wie Elektro jetzt hier, Berre. Warum verfolgt der mich? Ich hatte irgendwas. Experimente sind sogar russenfreundlich. Schon überall Scheiße rum. Ja, hau mal ab, schön, danke. Will meinen anderen Kumpel suchen. Ah, ihr Vornamen ist aber nichts geändert, so wie es ausschaut. Doch, da stehen jetzt Scheuen. Ich guck mal jetzt auf die Silos. Oh, die Taschenlampe, die nervt mich nur, die lenkt mich nur ab, ey, weg damit. Irgendwie ist das hier alles erstmal ein bisschen anstrengend, sich hier zurechtzufinden. Oh, eine Presswest. Hier sind wir jetzt auf dem ehemaligen Schulgelände. Da steht jetzt so ein Pianohaus, wie es aussieht. Aber ich suche jetzt eigentlich dieses neue Schulgebäude. Das suche ich. Vielleicht ist das im Oberberre? Irgendwann vorhin einen Post auf Facebook gelesen. Da waren die ganzen Städte aufgeführt, wo sie schon gefunden wurden, die neuen Schulgebäude. Aber ich habe nicht Berezino gelesen. Und ich habe es überlesen. Oh Mensch. Heuballen ohne Ende. Ich sag dazu ja immer so Elefantenklopapier zu den Teilen hier. Boah, hier sehe ich ja überhaupt nichts. Taschenlampe raus. Oh, ich bin schon orange hangry. Das ist nicht gut hier. Oh shit, oh shit. Hello. Der Scheune vielleicht? Patches sollen voraussichtlich nächste Woche Mittwoch kommen. Da! Ach, das ist unser russischer Freund wieder. Hey, Dude! Hey, Dude! Hi, guy. What's going on? Oh, remember you? Yeah, I remember me too, my friend. Hey! Jetzt wollen die mich hier auch noch K.O. schlagen, alles klar. Oh, der hat einen Helm auf. Den Kopf höher. Massenschlägerei! Den habe ich schon mal. Mein Kopf schwärzt. Was ist passiert? Oh. Aua.
bin ich? Wo bin ich hier? Was ist verdammt nochmal passiert? Ah! Oh, mein linkes Auge schwarzt beim Reden. Au, 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 au. Verdammt nochmal. Ah, ich kann mich erinnern, wie mich ein Mann verfolgte mit Motorradhelm. Aber der dann nach einiger Zeit die Verfolgung aufgab. Wer weiß ich nicht mehr. Oh. Was ist aus Beresino geworden? Hallo? Irgendjemand da? Was ist hier letzte Nacht passiert? Was zum Teufel? Nee, hey ho, Freunde. Also das vom letzten Mal, das ist jetzt schon mittlerweile 2 Tage her. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen genutzt, so um den Übergang zu schaffen. Ich habe gedacht, ja, das ist eine coole Idee. Das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt, also ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass die Server ja so real-time sind, glaube ich. Und ich habe das ja letztens in der Nacht gespielt, deshalb waren die Server auch dunkel. Jetzt spiele ich das hier um 11 vormittags. Jetzt gucken wir das Berenzino noch mal am Tag an. Jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. So. Das ist auf jeden Fall ein bisschen anders hier. Die Dreherei steht jetzt hier. Es sieht, wie gesagt, aus wie Novo. Es liegen ein paar mehr Müllhaufen auf der Straße. Die Polizei war eigentlich noch da. Oh, jetzt steht hier die Schule. Alles klar. Ich glaube, hier war ich. Ah ja, die Polizeiwache steht noch da. Da checken wir erstmal das ab. Da drinnen irgendwas ist. Das ist ein Ego-Perspektiven-Server, also First Person. Wie gesagt, ich will nur das neue Beresino angucken. Das ist jetzt auch nicht wirklich voll der Server. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust auf irgendeinen Feindkontakt, die mich dann wieder irgendwie sinnlos, ohnmächtig prügeln. Ja, also ich denke mal, jetzt die verwinkelteren Gassen. Ich denke mal, das frühere Berenzino, das war geeigneter für PvP. Weil haben wir jetzt hier auch nur noch 25 FPS. Früher war ja schön 30, mehr als 30 manchmal in Berre, aber jetzt, da jetzt hier wieder mehr Häuser nach meinem Empfinden sind, ist alles ein bisschen schwieriger aus hier. Die Hochhäuser sind weg. Aha. Wow. Oh, dieser Treppenbug gibt, diesen Treppenbug gibt's immer noch. I'm starving, ach du Scheiße. Oh Mann. Wir werden uns das gleich nochmal von ganz oben betrachten, von dem Berg des Neuberre. Ja, jetzt so. Ist halt neu, was. Jetzt nichts Einzigartiges oder so. Die neue Schule habe ich jetzt hier nicht gefunden, die habe ich nur in Tscherno gefunden. Und loot-technisch sieht es natürlich auch ein bisschen beschissen aus. Hm. Ne, wir gucken uns das von oben. Ah ne, da! Das ist der perfekte Platz. Klettern auf diesen Turm hoch. Yeah.
Oh, es ist anstrengend. So. Na, wer sagt's denn? Kann man doch schon viel mehr sehen hier. Oh, da sind die neuen Seen. Ein Leuchtturm gibt's hier jetzt. Alles klar. Die Landzunge? Haben die verrückt? Nee. Das sind jetzt komische Steine. Die ganzen Hangars sind weg. Was kann ich noch auf den ersten Blick sehen? Hier steht jetzt ein Pianohaus. Die Kirche ist weg. Die Kirche ist weg. Da hinten. Führt jetzt so eine Straße hoch. War die schon vorher asphaltiert? Ich weiß gar nicht. Da ist jetzt der Friedhof. Also der Friedhof war ja schon vorher da. Dörte, was ist mit Dörte? Dörte! Dörte wird doch vergrößert. Da hinten ist auch ein bisschen Wald dran. Da ist jetzt auch so ein komischer See. Sniperberg, der ist noch da. Da oben hat sich nicht viel verändert. Das Sägewerk. Tja, das ist das neue Berenzino. Mehr Häuser. Und mehr Gerümpel und Gelumpe liegt hier mehr auf der Straße und was weiß ich, mehr verwuchert. Passt auf jeden Fall besser ins Setting. Oh. Das sollten wir uns dann nochmal schnell angucken. Also wieder runter hier. Oh mein Gott. Schön hier. Ich finde das neue Berre echt, echt ansehnlich. So. Haben wir nice hier alles gemacht. Also wie sie Städte designen und so, da haben sie echt Ahnung. Die Landzunge haben sie verkürzt. Nee, das ist anders. Die Landzunge war vorher hier oder so. Die war hier. Man konnte da immer schön rüberschießen. Die haben die komplett weggemacht und haben die ein bisschen gekürzt und da nach vorne verfrachtet. Na, Hammer, nice. Naja. Jo. Das war's fürs neue, fürs erste jetzt mal hier vom neuen Berenzino. Am Ende dieser Folge hänge ich jetzt hier noch das neue Schulgebäude dran. Da habe ich auch noch ein bisschen was aufgenommen. Und ja. Viel Spaß dann. Oh Gott, jetzt hänge ich hier im Busch noch fest. Scheiße. Okay, raus hier. Okay. Haut rein. So, hallo Freunde. Hier ist... Habe ich nochmal einen Cherno-Spawn bekommen. Habe ich das Schulgebäude nun gefunden. Ist hier in Richtung Balota-Ausgang Cherno. Klettern? Oh ja. Muss das mal als erstes an, was da oben auf dem Dach ist. Ja, oh, hier kann man sich bestimmt auch ein bisschen gut verkämpfen, ey. Kann auch sehr schwierig von dem Penisgebäude und so abgeschossen werden. Oh, schick. Das sieht echt schick aus. Mann, Mann. Komm ich jetzt wieder hier runter? Da war's. Okay, ist klar. Leiter hinunterklettern, das macht so sehr viel Spaß. Hui, 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 hui. Okay, weiter geht's. Alle Fensterscheiben sind kaputt. Fuck. Wow. Hero? Toy? Robo Toy? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Komm in friedlicher Absicht? Oh
Mann, das sieht doch geil aus hier. Alter Falter, Junge. Eine Turnhalle. Das ist ein Zelt. Ein verranztes Zelt. Hallo? Ja. Nichts. Da ist auch nichts drin, ey. Schick, oh shit. Wo sind die Basketballer? Ich will Basketball spielen. Gucken wir uns mal weiter um hier. Kann man bestimmt nicht reingehen. Nee, da liegen immer irgendwelche Stühle. Daneben. Boah, ich hab gedacht, da steht jemand. Ja, die Frage ist, was hier dann drin ist. Bohren wird. Schwamm, Kreide. Ich denke mal, hier werden nicht große Waffen spawnen oder so. Ich denke mal, hier werden nur so Kleidungsstücke und Bücher oder so drin spawnen. So. Oh. Guckt mal. Schön. Oh, wo ist denn das Gold? Oh, hier ist das griechische Alphabet, ey. Könnte man auch ein bisschen was lernen hier. Oh Mann. Sehr geil. Geht's noch weiter hoch. Und hier ist die Essenskantine, so wie das hier aussieht. Ja. Geh erstmal wieder hier raus und geh hier rüber rein. Das hier weiß ich nicht. Gibt's hier so zu sehen? Ah, auch eine Treppe und so. Hier geht's bestimmt raus. Oh ne. Wie geschickt, das ist bestimmt das Lehrerzimmer hier, so wie es aussieht. Hier drüben? Abstellkammer oder so. Da schläft immer der Hausmeister über Nacht drinne. Schließfächer. Das sind alles Klassen? Nee, das ist kein Klassenraum. Doch, es ist ein Klassenraum. Auch ein Klassenraum. Oh, Skelett. Aha. Und überall dieser Stern, was hat das zu bedeuten? Ist das die Starschule von... Oh, Chanarus? Oh, hier, Russland. Kirovgrad, Miroslavil, Belozersk, Novigrad. Hä? Novigrad? Ist das nicht die größte Stadt in The Witcher 3? Tschernogorsk, da sind wir. Hier sind wir. Oh, wenn man hier rausschwimmt, kommt eine Insel. Utis. Ob die später noch eingefügt wird? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Bin ich mal gespannt. South Zagoria. Black Mountains. Also das hier alles ist Chernarus. Hier. Sieht man hier vielleicht auch Namalsk? Wo ist Namalsk? Pakistan! What the fuck? Alles so DayZ-Mod-Maps. Moschnür? Wo ist Namalsk? Das ist eine kleine Insel, müsste das sein. Die ist zu klein. Scheiße, die gibt's hier nicht. Wie Russia, hä? Nee, das ist gar nicht Russland. Russland. Hä? Alles klar. Blick nicht mehr durch. Das ist bestimmt nur so eine Fake-Map, die es gar nicht gibt. Aber das ist cool, dass sie sowas eingefügt haben. Auch wenn sie sich bei The Witcher 3 abgeguckt haben. Novigrad, oh mein Gott. Ist die Novigrad? Ich glaube schon.
Nee, von da bin ich gekommen. Notausgang. Das sind alles solche Klassenräume hier, denke ich. Es wohnt ja eh nichts. Also gucken wir mal noch weiter hoch. Vielleicht gibt es hier noch was anderes. Novigrad ist bestimmt die richtige Hauptstadt von dem ganzen Land hier, wo das alles drinne liegt. Und so wie ich das entziffern konnte, ist dann Tschernarus. Eresino. 1980. Lol. Vogel. Oh, was hier? Eine alte Klasse. Ey, cool, was sie hier so für Details auch hingehängt haben. Ja, also hier. Wie ich das entziffern kann, ist Tschernarus in so einem Bundesland. Also wie bei uns in Deutschland, was weiß ich, Thüringen oder so. Ist Tschernarus hier ein Bundesland? Und dann müsste es hier nach links weitergehen zu Miroslavl und Novigrad. Ob das wirklich nochmal so, ob das wirklich so wird? Vielleicht fügen sie das ja später nochmal ein und weiß es nicht. Aber das ist dann echt eine riesen Map, ey. Weil die ist ja schon allein 12 Quadratkilometer groß oder so, glaube ich. Ich weiß gar nicht so richtig. Meine Fresse, ey. Ich glaube mal, das war's. Hier gibt es nicht mehr viel. Ah, hier. Ja. Bin ich mal gespannt, wie sich das alles so entwickeln wird. Naja, liebe Freunde. Denk mal, das war's dann für diese Experimentelfolge. Schulgebäude haben wir uns auch nochmal begutachtet. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns in Channerus.